Heute besuche ich den E-Bike-Store in St. Georg. Die haben ganz besondere Fahrräder. Mensch, sieht das schick aus. Hi Marie, hallo. Ich bin Stefan und ich zeige dir jetzt, was an unseren Fahrrädern so besonders ist. Oh ja. Ihr habt doch hier keine normalen Fahrräder. Nein, wir haben elektrisch angetriebene Fahrräder, sozusagen mit eingebautem Rückenwind. Also eure Fahrräder haben Motor? Ja, und der Motor, der ist da in der Mitte und hilft dir beim Fahrradfahren. So Marie, das ist der Motor und das ist die Batterie. Da muss man ja gar nicht mehr treten. Wozu sind dann die Pedalen? In die Pedalen musst du weiter treten und der Motor hilft dir dann sozusagen, dich anzuschieben. Also wie unsichtbarer Rückenwind, wie ich vorher schon gesagt habe. Also das ist nicht wie ein Motorrad, sondern wie ein Fahrrad und der Motor hilft mir dabei. Genau, so geht das. Und damit du das selbst mal siehst, suchen wir jetzt ein schönes Fahrrad für dich aus, das du mal ausprobieren kannst. Oh ja. Schwer, so ein Fahrrad zu fahren? Nee, das ist ganz einfach, so ein Fahrrad zu fahren. Du musst einfach nur mit dem Fahrrad fahren können und wenn du eine Unterstützung haben möchtest, eine elektrische, drückst du auf Power und dann suchst du dir den Grad der Unterstützung aus und fährst einfach los, ganz normal. Und schwer ist es auch nicht. Das ist ja ganz einfach. Ja, das ist eben elektrischer Rückenwind, wie ich es dir versprochen habe. Und das macht Spaß. Für wen sind denn diese Fahrräder? Die Fahrräder sind für alle. Diese Fahrräder sind für Leute, die zur Arbeit fahren und auf das Auto verzichten möchten. Die sind für ältere Leute, die nicht mehr so gut Fahrrad fahren können. Die sind für Menschen, die ziemlich weiten Arbeitsweg haben. Also für alle? Genau. Wie lange hält denn so eine Batterie? Ach, man kommt damit 70 Kilometer weit. Dann muss man sie wieder aufladen. Und kann das ungefähr 700 Mal machen. Das ist aber viel. Das stimmt. Na Marie, wie findest du denn das Elektrofahrrad? Das ist richtig klasse und ich dachte, das wäre nur was für Omis. Nein, das ist für alle. Und das ist das Tolle daran. Marie, das hat dir Spaß gemacht, oder? Ja, aber können wir nicht noch weiterfahren? Klar, wir suchen uns neue Fahrräder aus.